Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück im X-Universum hier bei X4 Foundations. Ja, nach dem etwas unrühmlichen Ende der letzten Folge mit dem Absturz, bin ich wieder hierher geflogen, habe diese komischen Antimateriezellen gekauft, habe mir auch wieder einen Piloten besorgt zusätzlich. Diesmal ist es ein Teladi, glaube ich. Ich glaube ein Teladi, oder? Ich herrsche auf Zeiten, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ein Teladi, natürlich. Hallo. Genau, da ist er, unser grünschuppiger Kollege. Ne, lass mich mal wieder hin hier, danke. Ja, und ich bin hier schon mal hergeflogen, habe auf dem Weg hierher leider ja kein weiteres Schiff getroffen, das wir hätten entern können, mit Ausnahme eines Xenon. Allerdings hat der uns nicht den Gefallen getan, freiwillig sein Schiff herzugeben. So mussten wir ihn leider pulverisieren. Aber gut, sei es drum. Wir haben zumindest in der letzten Folge gelernt, wie man Schiffe entert oder naja übernimmt, weil entern tut man ja nur Großschiffe, also wir haben es übernommen, aber leider ist es mir nicht geglückt, das Schiff irgendwie nach Hause zu bringen, weil vorher das System abgestürzt ist. Wie auch immer, vielen Dank für eure Kommentare. Wegen der roten Farbe gab es unter der vorletzten Folge einen Kommentar, hier oben gibt es eine Legende, man hätte nur hier draufklicken müssen, hier wird alles erklärt. Rot heißt Mineralregion, blau heißt Gasregion und dieses lilafarbene, ja, das ist halt eine kombinierte Version von beidem. So einfach ist es, das Rot hat nichts mit gefährlich zu tun. Denn gefährlich kann es überall sein, wie wir festgestellt haben. Na gut, wir fliegen zu dieser Markierung, zu diesem leeren Raum und sind gespannt, was unsere werte Baronin dann für uns bereithält. Denn wir sollen ja hier irgendein komisches Experiment machen. Meine ich zumindest, ne? Hat sie gesagt und irgendwie hat sie gesagt, wir verlieren ein Schiff. Seien Sie unbedingt sicher, dass sich niemand mehr auf dem Schiff befindet. In dieser frühen Phase des Experiments dürfen wir noch keine unnötigen Opfer verursachen. Wie soll das gehen? Dass niemand an Bord ist? Wie soll das gehen? Wie zur Hölle soll das funktionieren? Ich kann nicht einfach aussteigen, oder? Lalalala, liefere ein Schiff mit folgenden Kriterien. Ja, alles klar, ich bin hier, wir können loslegen. Asteroid, da ist die Markierung. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ausgezeichnet! Alles scheint bereit zu sein für einen ersten Test. Ich schlage vor, dass Sie sich ebenfalls aus dem Gebiet zurückziehen, da es eine Reihe von unbekannten Faktoren gibt. Okay, ich musste also nichts tun. Das mache ich am liebsten. Jetzt hätten wir einen leeren Raum da drüben. Die Frau verwirrt mich irgendwie, ne? Diese Baronin. Ich habe endlich die Verbindung mit den Schiffssystemen aufgebaut. Ich erhöhe jetzt den Energieausstoß des Reaktors und verringere die magnetische Abschirmung der Antimaterie-Reservoirs. Mal sehen, ob das bei der Anomalie eine Reaktion auslöst. Was auch immer. Du wirst es schon können. Wunderbar. Ich registriere eine Reaktion. Das Schiff zeigt auch erste Anzeichen von Materialstress, aber ich werde die Toleranzen noch etwas weiter ausreizen. Halten Sie bitte weiter Abstand. Ich habe keine Ahnung, was du machst, Mädel, aber du machst es bestimmt richtig. Gleich erreicht er das Schiff. Die Antimaterie-Einschließung wird wahrscheinlich versagen, was zu einer Explosion führen wird. Toll. Klingt gut. Ja. Schön. Okay. Nano, was ist das da vorne? Ist das ein Sprungtor oder was soll das sein? Was ist das? Das Schiff ist explodiert. Ja, quatsch mal weiter. So Nebensächlichkeiten interessieren uns nicht. Ne? Wenn das Schiff explodiert, ja mei. Das ist ja okay. Warum nicht? Ja, ich hätte gesagt, das machen wir dann nochmal, gell? So ein Zufall aber auch. Warum nicht? Also der erste unfreiwillige Ausstieg. Ah, die Zukunft gehört ihnen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben.
Wenn du meinst. Also, wir müssen offenbar mehr Abstand halten. Ich glaube nicht, dass ich aus meinem Schiff aussteigen muss. Ne? Ich habe keine Lust, hier ein Schiff zu opfern. Das muss nicht sein. Also nochmal. Stellen Sie unbedingt sicher, dass sich niemand mehr auf dem Schiff befindet. In dieser frühen Phase des Experiments dürfen wir noch keine unnötigen Opfer verursachen. Mhm. Ja, ja. Alles gut. Na? Es ist niemand mehr auf dem Schiff. Flunker, Flunker. Leerer Raum. Ja, super. Na komm. Weiter geht's. Sag endlich, dass weitergeht. Jetzt wäre natürlich das Schiff super gewesen, gell? Von dem einen komischen Piraten. Das hätten wir einfach hinstellen können. Ausgezeichnet. Alles scheint bereit zu sein für einen ersten Test. Ich schlage vor, dass Sie sich ebenfalls aus dem Gebiet zurückziehen. Ja, ja, mache ich. Da es eine Reihe von unbekannten Faktoren gibt. Ja, ja. Bin schon weg. Ich habe endlich die Verbindung mit den Schiffssystemen aufgebaut. Ich erhöhe jetzt den Energieausstoß des Reaktors und verringere die magnetische Abschirmung der Antimaterie-Reservoirs. Mal sehen, ob das bei der Anomalie eine Reaktion auslöst. Bestimmt. So, jetzt bin ich hoffentlich weit genug weg. Jetzt bin ich 5 Kilometer weg. Ich registriere eine Reaktion. Das Schiff zeigt auch erste Anzeichen von Materialstress. Aber ich werde die Toleranzen noch etwas weiter ausreizen. Halten Sie bitte weiter Abstand. Ja, ich bin weg. 6 Kilometer, da darf nichts passieren. Der Riss weitet sich. Gleich erreicht er das Schiff. Die Antimaterie-Einschließung wird wahrscheinlich versagen, was zu einer Explosion führen wird. Mhm. Ja, das gibt's ja gar nicht. Hallo, was ist denn das? Ich bin 6 Kilometer weg. Was soll denn die Gaudi? Was ist das? Das ist doch ein Sprungtor oder sowas. Boah, Alter. Okay. Was ist das? Das Schiff ist zum zweiten Mal kaputt. So was, jetzt steigen wir schon wieder in unseren DeLorean. Ich glaub das ja gar nicht. Ich glaub das nicht. Okay, also wir brauchen wahrscheinlich irgendein zweites Schiff. Anders wird es nicht gehen. Wir brauchen ein zweites Schiff. Hm. Woher nehmen und nicht stehlen? Aha, da ist die gute Frau Roosevelt schon wieder. Wo kriegen wir dieses... Ja gut, kaufen... Kaufen ist der erste Ansatz, ne? Ich muss noch weiter wegfliegen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das fliegt ja nicht. Das geht ja bei unserem Schiff hops. Also unser Schiff geht hops, egal wo. Und ich glaube, wahrscheinlich, weil wir diese Antimaterie-Zellen oder so haben. Oder ich schmeiß die Zellen einfach hier hin. Kann ich die rauskloppen? Kann ich die Zellen einfach rausschmeißen? Stellen Sie unbedingt sicher, dass sich niemand mehr auf dem Schiff befindet. Ja. In dieser frühen Phase des Experiments dürfen wir noch keine unnötigen Opfer verursachen. Nein, keine Opfer. Okay, kann ich die jetzt auswerfen? Hallo, ich... Ah, hier, schau mal, auswerfen. Okay, danke, tschüss. Und wie bestätige ich das Ganze jetzt? Gar nicht, oder? Okay. Hallo, ich will die rauswerfen, bitte. Oh, okay. Wie bestätige ich das Ganze? Dass er die rausschmeißt. Ausgezeichnet.
Alles scheint bereit zu sein für einen ersten Test. Nein, nein. Ich schlage vor, dass Sie sich ebenfalls aus dem Gebiet zurückziehen, da es eine Reihe von unbekannten Faktoren gibt. Ja, schnell weg hier. Die Verbindung mit den Schiffssystemen aufgebaut. Ich erhöhe jetzt den Energieausstoß des Reaktors und verringere die magnetische Abschirmung der Antimaterie-Reservoirs. Hätte ich auch gemacht. Mal sehen, ob das bei der Anomalie eine Reaktion auslöst. Bestimmt. Bestimmt sogar. Wunderbar. Ich registriere eine Reaktion. Das Schiff zeigt auch erste Anzeichen von Materialstress. Aber ich werde die Toleranzen noch etwas weiter ausreizen. Halten Sie bitte weiter Abstand. Ich bin jetzt 50 Kilometer weg. Der Riss weitet sich. Gleich erreicht er das Schiff. Die Antimaterie-Einschließung wird wahrscheinlich versagen, was zu einer Explosion führen wird. Ja, Sackelzement, das glaube ich ja nicht. Okay, also es ist völlig egal, wo wir sind. Wir gehen immer hops. Ich kann das komische Ding nicht auswerfen. Das ist erschreckend. Ja, was ist das? Ja, wir sind schon wieder tot, gute Frau. Boah. Das befindet sich also auf. Okay, also wir brauchen ein Schiff. So einfach ist es, Leute. Wir brauchen ein Schiff. Tja. Okay. Nö, ist nicht zur Strafe, nur zur Übung. Das heißt, wir müssen zurückspringen. Zur Schiffswerft. Wobei, nee, das war ein Ausrüstungsdock. Das war keine Schiffswerft. Wo kriege ich jetzt ein Schiff her? Ach, jetzt meldet sich der Albert Einstein. Das ist aber toll. Nie aufhören, Fragen zu stellen. Ja. Kann er haben. Wo kriegen wir ein Schiff her? Na gut, Alternative wäre natürlich jetzt wirklich irgendwo zu sagen, komm, wir versuchen uns so einen Deppen, ne? So einen Piraten, so einen Dummen und klauen uns das Schiff. Ist eine Idee. Machen wir. Wir düsen jetzt einfach mal in die Richtung. In der Hoffnung, hier einen Piraten zu finden, der freiwillig oder vielleicht auch mit freundlicher Überredung sein Schiff sponsert für ein wissenschaftliches Experiment. Unsere Freundin hier an Bord. Wobei, die ist gar nicht an Bord, gell, die Baronin. Die ist gar nicht Schauen an Bord. Schau mal, was du für mich hast. Das war's jetzt. Ja, da, schau mal, da ist doch schon rot. Da ist doch meine Lieblingsfarbe da hinten, alles klar. Na? Da ist doch rot. Was haben wir denn da? Api. Okay, was haben wir hier? Lass mal Leiterfertigung. Wer bist du? Marodeur, oje. Happy. Okay, das sind ein bisschen viele vielleicht. Weiß ich nicht, ob das so lustig ist. Wenn wir uns damit allen anlegen. Aber ich fürchte, wir werden keine Wahl haben. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wir müssen uns mit. Womit schießt der denn? Was hat denn der für komische? Was sind das für Blubbels? Irgendeine Scheiße, die er da auf uns. Finden Sie das witzig? Ja, das doch, war's durchaus. Jetzt. Fand ich sehr amüsant. Oh. Okay. Ja, jetzt kommt natürlich der zweite Kollege, ne? Perfekt. Super klasse. Das wird dir noch leid tun. Nein, ich glaube nicht. Magst du mir dein Schiff freiwillig geben? Jetzt habe ich hinter mir natürlich den neuen Kollege hängen. Der mit seiner grünen Plasma-Scheiße, die er da auf mich schießt. Aber gut, hau ab! Ich versuche irgendwie das übers Radar zu lösen. Wenn ich jetzt wüsste, wie weit. Wie weit meine Waffenreichweite? Haben wahrscheinlich gar nicht so weit, ne? Ach, dieses komische Fenster, das da immer kommt. Nein, nein, nein! Ja, mein Schiff! Ah, mein Schiff! Mein Schiff! Yes!
Ja, nein, ich muss nicht erobern. Beziehungsweise schon, aber das machen wir nachher. Jetzt. Was ist das noch? Was war denn jetzt los? Kleiner Frame-Einbruch hier. Sapperlot. Jetzt komm. Die grüne Schuppe muss dran glauben hier. Jetzt haut er ab, oder was? Nee. Oh, der hat seine Schilde weggeboostet. Schnell hinterher. Unsere Chance. Immer schön auf die Hülle drauf. Ja, wo ist er denn? Ja, das war nicht. Hey, Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? Hier ist bloß noch rot. Kaboom! Okay. Illegale Gegenstände, super. Ach komm, das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, Sackelzement. Loja. Sie sind überflüssiges Verbrauchsmaterial. Und weg. Rakete im Anflug. Boah, Alter. Okay. Schnell unser Reisetriebwerk anwerfen. Tiladi Finanz. Was? Wieso sind die Tiladi jetzt sauer auf uns? Verstehe ich nicht, was ist das hier für ein komischer Kringel? Du hast keine Chance. Warum sind die jetzt sauer auf mich? Warum sind die sauer auf mich? Hä? Verstehe es nicht ganz. Ich habe doch gar nichts gemacht. Oder doch? Ich bin mir keiner Schuld bewusst, ehrlich gesagt. Moment. Spieleinformation. Sehe ich da irgendwas? Mein Ruf? Da gab es doch irgendwo Fraktionen. Okay. Kaak, ja, minus 30. Wenn die Lade ist 0 hier, schau mal, da ist gar nichts. Hm. Verstehe ich nicht, was die jetzt für Probleme haben, ehrlich gesagt. Da ist noch ein Ruder. Das ist ein Kaak. Okay, der wird mir nichts tun. Beziehungsweise doch, der tut mir was, aber... Okay. Das ist... Paar-Marodeur. Paare heißt in dem Fall Paraniden wahrscheinlich. Okay, Leitsystem aktivieren. Ich will das Schiff haben hier. Ich brauche es. Ich brauche dieses Schiff. Ne? Ich brauche das Schiff, weil ich keine Lust habe, mein eigenes hier zu opfern für diese dumme Mission. So, hallo? Ich wollte gerade sagen, mal Reisetriebwerk anwerfen. Das geht ja gar nicht. Was heißt das hier? Dieser rote Kringel. Heißt das, ich habe kein Reisetriebwerk? Ich bin auch total langsam. Ich bin total langsam. Also für ein Reisetriebwerk nur 400 Sachen, das ist echt wenig. Scheiße, wer ist das? Kaak, okay. Was stimmt mit meinem Schiff nicht? Schauen wir mal, was du für mich hast. Das klingt, als wäre irgendwas kaputt. Okay, mein Schiff. Wie komme ich auf... Oh, Bedienung hier, ey. Oh, das sieht interessant aus. Schiffsinformation. Besser die Fracht auswerfen, schnell. Ah, okay, da komme ich jetzt nicht klar. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Nein. Hau ab. Tiladi Jägerstaffel. Ja, die holen jetzt. Die machen jetzt das Schiff kaputt. Wirst sehen. Die holen sich jetzt mein Schiff. Die Schwachmaden. Ich verstehe nicht, warum die rot sind. Hm.
Okay, die kloppen sich da mit dem Kaag. Schön. Ich will von euch nichts, gell? Hat prima funktioniert. Na nur, jetzt habe ich mal ganz kurz 2000... Hilfe! Was passiert denn hier? Hau ab! Irgendwas stimmt... Irgendwas stimmt mit der Steuerung gerade nicht. Ich will mein Schiff haben. Meins. Das ist weg, oder was? Nee. Da ist es. Da muss ich hin. Das will ich haben. Aber ich schätze mal, wenn ich da bin, knallen die mich weg. Alles andere wäre spannend. Ich versuche jetzt das Ding zu hijacken und dann abzuhauen. Uah! Okay, vielleicht fliege ich mal ein bisschen langsamer hin. Mann, Mann. Oh, 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 komm. So, jetzt. Halt. No, stopp, anhalten bitte. Nein, ich will nicht liquidiert werden, das ist albern. Okay, aussteigen, raus hier, zack. Raumanzug benutzen. Ist wahrscheinlich jetzt echt eine saublöde. Ja, ist eine saublöde Idee. Ja, dann hau halt ab. Ach komm. Tritt mal in der Staffel, du sollst abhauen. Warum? Haut er jetzt ab, hoffentlich. Oh Gott. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Ja, was haben wir denn gefunden? Das ist nicht der Ernst. Verschwinde, du Trottel. Ich will doch, dass der abhaut. Das macht er nicht. Hilfe. Oh. Autopilot. Eingeschaltet. Nein, kein Autopilot. Hilfe. So, du fliegst jetzt da hin und mein Freund, du... wieso kann ich nicht... Kann ich helfen? Wieso kann ich ihm nicht sagen, wo er hinfliegen soll? Ich dreh durch. Sir? Okay. Pass auf. Elite-Angreifer. Du. Docke an. Macht er das jetzt? Bitte, bitte, lass ihn das jetzt machen. Okay, er macht's. Gott sei Dank. Okay, ich muss das Schiff anwählen. Ich muss das Schiff anwählen. Langsam, Hobby. Und dann muss ich sagen, wo es hin soll. Okay. Das ist sehr lustig, was da gerade passiert. Ich bin gleich kaputt. Jawohl. Ach komm. Oh. Was an die Chaos-Folge. Was ein Chaos. Ich verstehe nicht, warum die uns angegriffen haben, Leute. Ich verstehe nicht, warum die uns angegriffen haben. Die Teladi. Wo war das Problem? Es ist mir ein Rätsel. Na gut. Auf einen nächsten Versuch, aber nicht mehr heute, sondern das beim nächsten Mal. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Dabeisein und hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es ja weitergeht bei Let's Fail mit Haubi hier bei X4 Foundations. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.